Ich zeige euch heute, wie man recht schnell an Geld kommen kann. Zuallererst solltet ihr dafür euer Inventar aufräumen, denn wir spielen gleich eine Scav-Round und wenn wir diese Runde gespielt und überlebt haben, dann müssen wir das Zeug rüber transferieren in einem Schritt und danach, wenn wir diesen Schritt dann bestätigen, können wir das nicht mehr. Das heißt, man kann dann nicht erst noch ins Inventar gehen und verkaufen, sondern man muss direkt hier Platz haben. Ich habe mir jetzt Platz geschaffen, indem ich eben unwichtige Dinge verkauft habe, viele Dinge zusammengeschoben habe und jetzt zum Beispiel hier in so einen Blackrock kann man auch wiederum Dinge packen. Das heißt, ihr könnt die Sachen einfach voll machen und habt dann auch wiederum Platz gespart. Diese Sachen nehmen euch dann nicht zwingend 6 Plätze weg, sondern haben dann doch 6 Plätze inne. Beziehungsweise eben diese Tasche hat dann dementsprechend mehr Plätze in sich. Wie euer Charakter aussieht, ist jetzt für diese Runde egal, denn wir gehen hier auf Scav. Das heißt, wir spielen einen Bot mehr oder weniger. Next. Ich wähle jetzt Factory, weil das eine recht kleine Map ist. Kenne mich da zwar noch nicht so extrem gut aus, aber ich bin jetzt schon 3-mal einfach direkt an einem Exit gespawnt. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass ihr einen zufällig ausgerüsteten Soldaten bekommt und euch die Bots nicht abknallen. Das heißt, nur Spieler schießen euch an. Ihr seid also gegen Bots immun, außer ihr tötet die Bots, um sie zu looten. Dann sind zumindest die Bots, die das in der Nähe gehört haben, alarmiert und jagen euch dann auch, beziehungsweise sind euch auch unfreundlich gesinnt. Aber in der Theorie, und so habe ich das eben auch schon einmal gemacht, könnt ihr als Scav spawnen, zum Exit gehen und dann habt ihr eine Schrotflinte oder eine Pistole, ein Backpack manchmal, eine Weste, sonst was. Es ist halt immer zufällig zusammengestellt. Ich hatte auch schon eine AK. Das heißt, ihr könnt so ohne großartigen Aufwand an Geld kommen. So eine AK ist 12.000 bis 20.000 Rubel wert. Ich habe vor kurzem eine Schrotflinte gehabt, die war 20.000 oder 23.000 sogar wert. Gerade wenn ihr schon sehr, sehr viel Geld verspielt habt, aber nicht refreshen wollt, ist das ein extrem guter Plan. Da läuft ein Spieler oder ein Bot, ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt hier eine Scav-Weste dabei, ich habe Munition dabei für die Pistole, ich habe ein Messer dabei und den ganzen Schotter. Das heißt, wir haben ja echt schon einen gewissen Wert. Da ich die Map leider nicht so wirklich kenne, fällt es mir jetzt vielleicht ganz kurz schwer, zum Exit zu kommen. Aber hier unten, wir gucken mal kurz rein. Das ist ein Bot. Ich könnte den jetzt killen und ihn auch looten. Aber da ich gerade das Exit nicht auswendig kenne, muss ich erstmal kurz in der Sicherheit der Bot-Freundlichkeit das Exit suchen. Ihr solltet natürlich die Map am besten kennen, damit ihr zum nächsten Exit rennen könnt. Also bei mir ist es auf Customs der Fall. Da weiß ich, wie der Hase läuft, da kenne ich mich aus. Hier leider nicht, aber ich weiß, dass hier im Underground eben ein Exit ist. Da vorne leuchtet was. Das könnte auch schon ein Exit sein. Nee, halt, das ist einfach nur irgendeine Lampe. Der Vorteil bei dieser Sache ist eben, wie gesagt, dass die Bots euch nicht abknallen. Das heißt, ihr habt nur die Spieler als Gegner. Da liegt schon jemand tot rum, sehr schön. Hat der vielleicht was Leckeres dabei? Nein. Selbst die Hüte, die die Leute aufhaben, kann man eben nutzen. Um sie zu verkaufen, ne? Um dann eben an Cash zu kommen. Da vorne wird Ultra geballert. Da läuft auch jemand. Weiß nicht, ob es ein Spieler ist oder nicht. Ich kann kurz gucken. So langsam wieder läuft, wird das wahrscheinlich ein Bot sein. So, und hier haben wir schon einen Extraction Point. Ich könnte jetzt direkt rausgehen, aber gut, das wäre schon ein ganz guter Gewinn. Ich denke, das wären ungefähr, die kostet 5.000 oder 6.000 mit der Flashlight. Weiß ich gar nicht, wie viel die bringt. Das bringt auch nochmal ordentlich Geld, beziehungsweise man kann es eben selbst gebrauchen, ne? Wenn man Munition braucht, macht man so eine Scav-Runde und schon ist man hier am Schlüssel. Jetzt würde ich aber vielleicht auch gerne noch jemanden killen mit einer größeren Waffe. Schade, dass ich jetzt nicht zufällig mit einer AK gespawnt bin, sonst würde ich jetzt direkt rausgehen. Lass mich kurz überlegen, ich nehme an, das hier ist Gate 3. Okay, dann weiß ich jetzt, wo Gate 3 ist. Also in der Theorie war es das jetzt eigentlich schon. Jawohl. Der hat noch Schotter dabei. Unten steppt einer. Geh runter, guck, ob ich den natzen kann. Das wäre jetzt echt blöd, wenn ich sterben würde. Naja, komm, ein bisschen was haben wir ja. Läuft. Ich zeige euch jetzt mal, was dann jetzt noch für ein Fensterchen kommt. Das ist dann nämlich nochmal der Knackpunkt bei der ganzen Sache. So, ich bin jetzt raus und habe einigen coolen Kram dabei. Ich bekomme auch ganz normal XP und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr hier in dem Fensterchen und ihr merkt schon, hier unten steht nur noch Next. Das heißt, ihr müsst das Zeug dann auch wirklich ausräumen, jetzt, weil ihr sonst keinen Vorteil mehr aus dieser Runde ziehen könnt. Da ich ultra viel Platz habe, kann ich es direkt so ausräumen. Ich kann auch sofort die Taschen so mitnehmen und die dann später ausräumen. So, jetzt haben wir unseren Scav leergeräumt, gehen wiederum auf Next, Next und schon haben wir es geschafft. Jetzt kann ich auf Trading gehen und gucken, was wir eben jetzt so eingenommen haben. Also die Waffe ist 13.000 wert, das ist schon mal sehr, sehr nice. Die Brille ist bei ihm, glaube ich, mehr wert. Ja, 600 Rubel. Das Teil ist 5.000 Rubel wert. Ich muss das Zeug noch kurz ausräumen, um es wirklich perfekt überprüfen zu können, was jetzt wie viel gebracht hat. Und so könnt ihr euch ja noch Einsatzwaffen zurecht schustern, ne? Wenn ihr gerade keine Waffe von euch verbrauchen wollt, macht ihr einfach eine Scav-Runde. Die könnt ihr, glaube ich, alle 20 oder 30 Minuten machen. Wenn es gut läuft, kommt ihr raus und dann habt ihr eine Pistole, eine AK mit Magazin natürlich, eine Schrotflinte oder sonst was. Mit Munition. Für eure nächste private Runde.
Es ist halt wirklich richtig nice. So, das hier haben wir jetzt eben alles gesammelt, auch die zwei Dinger hier oben. Jetzt schauen wir nochmal beim Trading. 1400 ist jedes Magazin wert, wir haben davon 5. Dann haben wir die Wumme für 13.600, die könnte bei ihm hier 13.600, 154 Dollar. 13.661, wie gesagt, die Brille ist bei ihm, glaube ich, mehr wert, 676. Und bei ihr können wir das Essen für 1500 und für 490 verkaufen. Achso, dieses Knife ist, bei wem kann man das Ding verkaufen? Bei Fans, glaube ich. Ja, für 1000 nochmal. Wir sind gerade auf 450.000 Rubel, ich mache das jetzt nochmal geschwind hier. Und schon sind wir fast bei 460.000. Ich habe jetzt die Waffe behalten, die jetzt ja nochmal 13.000 wert wäre. Und diese, keine Ahnung, wie viel waren sie wert? 1500? Also das hier wären auch nochmal 20.000 obendrauf. Ach, wisst ihr was, ich mach's jetzt einfach. Da ist nochmal richtig Schotter dran hier, deswegen ist die auch so viel wert. Vielleicht behalte ich die doch? Nee, scheiß drauf. Und somit sind wir bei fast 480.000. Mit einem kleinen Gang. Das heißt, wenn ihr mal wirklich low an Waffen seid, dann macht sowas, verkauft den Kram, dann könnt ihr euch ein oder zwei oder sogar drei Waffen, also Pistolen kaufen, euch mit Munition eindecken und so weiter. Und das könnt ihr ständig machen, also alle 20 Minuten. Das heißt, es sind noch 13 Minuten, dann kann ich es schon wieder machen. Und dieser Run war jetzt verglichen mit anderen Runs sogar eher schlecht, weil ich nur eine Startpistole hatte. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier so eine Pump. Also die habe ich letztes Mal gezogen oder mit rausgenommen. Da ist allein die Pump 20.000 wert. Dann habt ihr da noch Munition dabei und legt vielleicht noch ein, habt eine Pistole und so weiter und so fort. Also mit diesen Scav-Runden kann man sich wirklich sehr, sehr leicht Geld zusammenfuchteln. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.